herzlich willkommen zu diesem Video. In dem heutigen Video geht es darum, dass ich mit dem Negro heute ein bisschen Stangenarbeit machen werde. Ich habe hier ein bisschen was aufgebaut. Der Negro kennt die Stangenarbeit noch nicht so sehr. Ich erkläre euch das gerade einfach mal. Hier liegen einmal Schrittstangen. Da hinten die blauen, ich gehe gerade mal zur Seite, blau, grün, lila, das sind die Trabstangen. Jeweils oben bei C und hier unten bei A ist ein Cavaletti, das auf halber Höhe steht. Da werden wir dann zum Schluss mal so ein bisschen drüber traben. Bei P liegen die Galoppstangen. Da weiß ich noch gar nicht, ob wir heute so da drüber kommen, weil ich muss natürlich erstmal gucken, wie der Negro so auf die ganzen anderen Stangen hier reagiert und werde erstmal versuchen, über hier die einzelne Stange zu galoppieren. Wenn er das gut macht, dann schaue ich, dass wir auch die zwei schaffen. Jetzt reite ich ihn erstmal ein bisschen warm und gehe über die Schrittstangen so ein bisschen. Ja, viel Spaß bei dem Video. Hier auch immer versuchen, schön den Takt zu halten, auch wenn das Pferd langsamer wird, damit man die Abstände auch schafft. Gar nicht zu viel überlegen lassen, schön weitertreiben. Wir schauen uns jetzt erstmal hier die einzelne Stange an im Trab, damit er ungefähr weiß, was auf ihn zukommt. Dass wir auch im Trab über die Stangen reiten. Sehr gut. Und weiter. Jetzt mal die einzelne Stange in Kombination mit denen da hinten. Super. Geradeaus, nicht zu viel Druck, aber auch nicht zu wenig, sehr gut. Es war nicht perfekt im Takt, aber gar nicht schlimm. Also ich habe jetzt auch nichts in den Händen, aber der Negro, der rollt sich halt gerne weg. Deswegen einfach vorgeben und vorwärts treiben. Weiter. Sehr gut. Und weiter. Vorwärts, vorwärts.
Galoppstangen lasse ich heute weg, weil die Trabstangen genug gestresst haben und auch genug gefordert haben. Und man hat jetzt auch am Ende gesehen, der rollt sich viel weg. Das macht er, wenn er keine Kraft mehr hat, sich zu halten. Der ist ja noch nicht so lange mit, oder eher gesagt, heute das erste Mal so in richtiger Stangenarbeit. Deswegen fand ich das für das erste schon ganz gut. Die Cavalettis haben ja auch teilweise schon im Trab gut überstanden. Und ja, das werde ich dann die nächsten Tage erstmal mit dem versuchen oder vielleicht sogar erst die nächsten Wochen. So, das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wir beide sind jetzt ordentlich geschafft. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.